Ja, ich möchte Ihnen als Praxisbeispiel die Renaturierung der Ruhr in Arnsberg vorstellen unter dem Aspekt Klimafolgenanpassung an Gewässern. Ganz kurz zu Arnsberg. Arnsberg liegt am nördlichen Rand des Sauerlandes, ca. 50 Kilometer östlich von Dortmund. Arnsberg ist eine kreisangehörige Gemeinde mit ca. 73.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 194 Quadratkilometern. Die Stadt ist mit über 60% mit Wald bedeckt und entsprechend sind die Siedlungsflächen, wie Sie auf der Karte gut erkennen können, überwiegend in der Tallage der Ruhr. Die Ruhr durchquert das Stadtgebiet von Ost nach West auf einer Strecke von ca. 33 Kilometern. Das heißt, Arnsberg hat ungefähr 15 Kilometer Streckenanteil an der gesamten Ruhr. Im Stadtgebiet haben wir aber 40% des Gewässers als Ausleitungsstrecken. Und vor dem Beginn der Maßnahmen veränderten 12 Querbauwerke die Durchgängigkeit für Fische und die Uferwiese auf dem Mildernsee waren durchgängig befestigt. Dennoch wurde die Ruhr 1998 als Naturschutzgebiet, nicht zuletzt auf der vorhandenen Unterwasservegetation und auch als FFH-Gebiet 2002 ausgewiesen. Sie sehen, wie gesagt, der Fluss stark verbaut, eigendynamische Entwicklung war nicht möglich. Die Stadt Arnsberg hat sich bereits 2000 mit der Planung der ersten Maßnahmen befasst. Das heißt, die Wasserrahmenrichtlinie war gerade im Gange. Und wir konnten bereits 2003 das erste Querbauwerk beseitigen, eines von 12. Warum haben wir das gemacht? Das ist natürlich einmal klar die ökologische Verbesserung entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie, dann aber auch das Thema Hochwasserschutz und als weitere Punkte auch Aufwertung von Stadt- und Landschaftsbild, Qualifizierung der Wege am und zum Wasser. Denn man muss sich vorstellen, als wir angefangen haben, ich formuliere das mal gerne so flapsig, wurde die Ruhr in der Bevölkerung eigentlich im Wesentlichen als Verkehrshindernis wahrgenommen, aber auch die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten. 2003 hat dann das damalige staatliche Umweltamt Duisburg einen Hochwasseraktionsplan für die Ruhr veröffentlicht. Und das war dann das, was uns unheimlich geschockt hat, denn das STUR hat für ein HQ 100 die potenziellen Schäden berechnet und festgestellt, dass 50% der gesamten Schäden an der Ruhr im Bereich der Stadt Arnsberg anfallen. Das Schadenspotenzial beläuft sich allein in Arnsberg bei so einem 100-jährlichen Hochwasser nach den damaligen Berechnungen auf 17,5 Millionen Euro. Ich habe hier einen Auszug aus diesem Hochwasseraktionsplan, der zeigt, dass also viele Bereiche schon beim fünfjährlichen Hochwasser überflutet werden. Das sind eben, wie ich eben schon sagte, in erster Linie die besiedelten Bereiche. Der Hochwasseraktionsplan hat dann für das Stadtgebiet 7 Bereiche, sogenannte Brennpunkte, definiert, in denen ein besonderer Hochwasserschutz erforderlich war. Dann ging es weiter. 2007 haben wir in Arnsberg ein extremes Starkregenereignis in Teilen des Stadtgebietes gehabt. Da sind teilweise 90 Millimeter in einer Stunde gefallen und bis zu 120 Millimeter Niederschlag auch in 2 Stunden mit katastrophalen Ereignissen. Wir hatten leider auch einen Todesfall zu beklagen. 14 Tage später ereignete sich dann ein circa 15-jährliches Hochwasser an der Ruhr. Hört sich natürlich eigentlich nicht dramatisch an, aber das waren im Stadtgebiet die höchsten Wasserstände seit 1946. Und auch dieses Hochwasser hat entsprechende Schäden angerichtet. Was haben wir daraufhin gemacht? Zunächst haben wir dann mal uns ein Büro gesucht, das ein Hochwasserschutzkonzept für die Ruhr aufgestellt hat und das konkrete Maßnahmenvorschläge enthält. Und dann dieses
Hochwasserschutzkonzept haben wir in den politischen Gremien beraten lassen und haben festgelegt, dass wir zunächst erstmal das Gewässer, sprich hier in erster Linie die Ruhr, optimieren wollen durch Renaturierungsmaßnahmen. Und erst, wenn wir damit keine weiteren Möglichkeiten mehr haben, auf einen technischen Hochwasserschutz zurückzugreifen. Diese Karte, die Sie hier sehen, zeigt die Bauabschnitte an der Ruhr und an anderen Gewässern, die wir in der Zwischenzeit umgesetzt haben. Die hellblauen Punkte stehen für Bauabschnitte, für Renaturierungsmaßnahmen. Die dunkelblauen Punkte stehen für Fischaufstiegsanlagen oder Beseitigung von Wehranlagen, die wir zur Herstellung der Fischdurchgängigkeit beseitigt haben. Und die grünen Punkte sind, das sind zwei Stück, das sind noch geplante Maßnahmen, wobei ein Punkt wirklich auch wieder eine Hochwasserschutzmaßnahme ist. Und der zweite Punkt oben im Nordwesten, das ist eine größere Renaturierungsmaßnahme, die die Bezirksregierung Arnsberg plant. Ich hatte ja eben von den Brennpunkten gesprochen. Und wie Sie sehen, haben wir tatsächlich unsere Renaturierung im Bereich dieser Brennpunkte angelegt und konnten so mit Hilfe der Renaturierung bereits vier Bereiche entschärfen. Davon sind drei Bereiche so weit entschärft worden, dass sie inzwischen keine Probleme beim 100-jährlichen Hochwasser mehr darstellen. Und einen vierten Bereich konnten wir immerhin so weit entschärfen, dass dass ein 20-jährliches Hochwasser inzwischen gefahrlos abgeleitet werden kann. Das ist jetzt auch der Punkt, wo ich gerne nochmal konkret auf das Thema Klimafolgenanpassung zu sprechen kommen müsste. Die Erfahrungen der Stadt aus dem Jahr 2007 zeigen, dass die lokalen Starkregenereignisse nicht gleich zu den extremen Hochwässern in den Vorflutern führen. Entsprechend ist es eigentlich wichtiger, die Anlieger vor kleineren Hochwässern zu schützen, speziell im Stadtgebiet. Sie haben ja gesehen, wie schnell selbst ein 5-jähriges Hochwasser in die Aune sich ausbreitet. Von daher waren wir durchaus mit dem Ziel, die Anwohner auch für ein 20-jähriges Hochwasser zu schützen, zunächst zufrieden. Wie gesagt, die Klimamodelle gehen eben auch im Sauerland davon aus, dass wir zunehmend Starkregenereignisse haben und dass die klassischen Frühjahrshochwässer verbunden mit der Schneespelze tendenziell auch im Sauerland an Bedeutung verlieren werden. Ich möchte Ihnen nun ein konkretes Beispiel der Renaturierung der Ruhr in der Ortslage Öventrop zeigen. Sie sehen hier zunächst auf der linken Seite den Planungszustand vor Beginn der Maßnahmen. Sie sehen ein gestrecktes linienförmiges Gerinne und auch schon beim 50-jährlichen Hochwasser eine deutliche Überflutung der Aue und Gefährdung von verschiedenen Gebäuden. Rechts sehen Sie inzwischen dann die Planung, also den Sollzustand der Maßnahme und auch hier die hydraulischen Berechnungen für ein 50-jährliches Hochwasser. Sie können erkennen, dass wir in diesen beiden Bereichen Gebäude und öffentliche Einrichtungen vor dem Hochwasser schützen können. Ich habe hier als Beispiel gerade das 50-jährliche genommen, aber für das 100-jährliche, das hat einen etwas höheren Abfluss, der liegt ungefähr bei 330 Kubik, sieht die Situation ganz ähnlich aus. Ich habe hier das nochmal im Luftbild gezeigt. Sie sehen hier den Renaturierungsabschnitt vor den Maßnahmen und hier kurz vor der Fertigstellung.
Das Luftbild ist 2018 aufgenommen und da waren wir da gerade noch in den letzten Zügen. In dem Bereich mussten wir noch nacharbeiten. Aber Sie können erkennen, wie sich die Gewässerstruktur deutlich verändert hat. Vieles von dem, was Herr Jährling angesprochen hat, eben in seinem Vortrag, konnten wir hier jetzt realisieren. Hier ein paar Impressionen aus dieser Maßnahme. Die Unterwasservegetation hat sich schon, hier der flutende Hahnenfuß hat sich schon sehr schnell wieder eingestellt. In die Maßnahme konnten wir auch gleichzeitig noch einen außerschulischen Lernort integrieren zum Thema Wasser und Klima. Der wird inzwischen auch ein Zugang zum Wasser, der von den Anwohnern sehr gut angenommen wird. Ja, mit dem Thema Klimafolgenanpassung an Gewässern haben wir uns nicht nur mit der Ruhr beschäftigt, sondern auch mit kleineren Gewässern. Und hier zwei Aufnahmen von Gewässern, die speziell 2007 besonders von dem Starkregenereignis betroffen waren. Auch hier haben wir den Gewässern mehr Platz gegeben. Und wir haben auch hier die landwirtschaftliche Nutzung zurückgenommen. Das bringt Vorteile für die Biodiversität. Aber wir haben diese Flächen auch gleichzeitig oberhalb der Ortslage aufgeweitet, um sie als Auffangbecken für Sedimente und Geschwemmsel zu nehmen und so die Bachläufe in der Ortslage zu entlasten. Hier ein weiteres Beispiel. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ca. 40% der Ruhr im Stadtgebiet Ausleitungsstrecke sind. Auch hier haben wir entsprechende Projekte umgesetzt, die dem Hochwasserschutz dienen und der Schaffung von Retentionsraum dienen. Vielleicht als kleines Erfolgserlebnis 2009 war die Ruhr für Fische im Stadtgebiet wieder durchwanderbar. Und 2015 haben wir im Stadtgebiet den Maßnahmenkatalog der Wasserrahmenrichtlinie bereits abarbeiten können. Wie gesagt, ich habe viel über Hochwasser geredet, deswegen auch zum Thema nochmal Gewässerrenaturierung. Für einen Teilbereich der Ruhr liegt inzwischen ein Bio- und Geschiebemonitoring vor über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Untersuchungen bestätigen auch im Stadtgebiet die positiven Effekte von Renaturierungen. Sie sehen auch hier schon Kiesbänke, die umgelagert werden, Steilwände. Alles das konnten wir in diesen Renaturierung und Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen. Aber auch ein Brutvorkommen des Gänsesägers haben wir inzwischen im Stadtgebiet. Der brütet seit 2012 nachweislich bei uns, wird in der Liste der planungsrelevanten Arten in Nordrhein-Westfalen immer noch als Wintergast ausgewiesen. Aber wir konnten auch in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Ruhrverband und dem örtlichen Angelverein die Wiederansiedlung von Nase und Quappe erreichen. Zwei Fischarten, die in der Ruhr ausgestorben sind, die aber eigentlich natürlicherweise dort vorkommen würden. Auch das ist aus unserer Sicht ein besonderer Erfolg. Ich möchte Ihnen noch ein paar Zahlen nennen, die Bilanz. Wir haben also inzwischen in den letzten 20 Jahren ca. 13,5 Kilometer an der Ruhr renaturiert mit einem Kostenvolumen von 12,8 Millionen Euro. Das haben wir nicht alles alleine gemacht. Es sind auch andere Träger da, insbesondere die Bezirksregierung Arnsberg, aber auch der ehrenamtliche Naturschutz. Und wir haben tatsächlich auch mit einer Arbeitsloseninitiative zusammengearbeitet, die Maßnahmen, kleine und größere Maßnahmen umgesetzt haben. In der Planung sind noch 2,5 Kilometer, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Insgesamt haben wir im Stadtgebiet inzwischen 21,5 Kilometer renaturiert und die Kosten hierfür belaufen sich auf 16,9 Millionen. Das war ja so ein Punkt, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, der gestern schon mal angesprochen wurde, zum Thema Finanzierung. Finanzierung konkret, die Stadt Arnsberg hat für die Ruhr 10,5 Millionen Euro ausgegeben.
Wir haben natürlich eine Landesförderung gekriegt, und zwar 80%, teilweise 90%, weil wir in Nordrhein-Westfalen zu den 30 ärmsten Kommunen gehören und sogenannte Haushaltssicherungskommune sind. Deswegen gibt es für diese Kommunen einen höheren Förderanteil. Den städtischen Eigenanteil haben wir in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde uns als ökologische Ausgleichsmaßnahme anerkennen lassen können. Das heißt, diese ökologischen Ausgleichsmaßnahmen können wir anderen Eingriffen in den Naturhaushalt zuweisen und so entsprechend auch diesen städtischen Eigenanteil wieder refinanzieren. Das heißt, diese ganzen Renaturierungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen, die wir bislang gemacht haben, haben die Stadt eigentlich bislang nur ganz wenig Geld gekostet. Das für uns als Haushaltssicherungskommune war das ein besonders wichtiger Aspekt. Ja, damit bin ich auch mit meinem Vortrag durch und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.